Ja, heute geht es um etwas ganz Grundsätzliches, nämlich um den Rückschnitt der Stauden und Gräser zum Spätwinter. Wir fangen mal hier mit diesem tollen Gras an. Das ist eine Rutenhirse, die Riesenrutenhirse, Panicum virgatum. Und zwar heißt die Sorte Cloud 9, Wolke 9, weil die im Spätsommer so wirklich wie eine Wolke steht. Das Laub ist dann so blaugrün. Und hier könnt ihr mal sehen, wie so ein typischer Blütenstand aussieht. Das ist so ein typischer Hirsengräser-Blütenstand. Ja, und jetzt hatten wir die letzten 2-3 Wochen hatten wir minus 10 Grad hier, tagsüber minus 5. Und da erklärt sich auch sofort, warum man diese trockenen Gräser über der Erde stehen lässt. Das ist nämlich der beste Frostschutz, den es gibt für den Grashorst in der Erde. Aber jetzt, fürs Wochenende, sind schon wieder Plusgrade im zweistelligen Bereich angesagt. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für den Rückschnitt. Und zwar schneide ich ganz tief hier unten ab, noch bevor die neuen Triebe hochgekommen sind. Das ist bei diesem Gras natürlich etwas später, weil das erst im Spätsommer richtig zur Geltung kommt. Da war schon der erste Grüne, ne? Es geht schon los. Es ist übrigens ganz praktisch dafür, einfach die normale Gartenschere zu nehmen. Das sind die sogenannten Bypass-Scheren, ne? Die aneinander vorbeischneiden wie eine normale Schere. Damit kann man Gras sehr gut schneiden, gerade weiche Bestandteile. Was sich überhaupt nicht eignet, das hat vielleicht auch der eine oder andere bei seinen Gartengeräten, sind diese Amboss-Scheren. Das nennt man dann Amboss. Hier ist keine Schneide. Da ist die Schneide auf dem Amboss. Aber damit lassen sich weiche Bestandteile nicht gut schneiden. Also sowas ist nur für eigentlich tote Holzstummel geeignet. So. Das Gras kann jetzt durchstarten. Ich nehme noch meine beiden Haltestangen hier raus. Die habe ich mal auf einer Gartenmesse gefunden. Das sind so Eisenstangen, die hier oben wie so eine Mondkapsel gearbeitet sind. Aber was ganz toll ist, super, um mal kurz eine hohe Staude und hohes Gras zu stabilisieren. Wenn ihr sowas mal findet auf irgendeiner Gartenmesse, sagt mir Bescheid. Ich habe sie danach nie mehr gesehen. Was ganz klasse, weil was ganz toll ist, was wunderbar funktioniert im Garten. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Gras. Hier oben an der Terrasse, da wächst dieses schöne Gras hier. Das ist Deschampsia cespitosa, Waldschmiele oder auch Rasenschmiele manchmal genannt. Das ist ein tolles Gras, was solche Horste macht. Und da können wir schon ganz gut sehen, wie sich hier frisches Grün durchzwängt. Ich zeig's euch mal. Hier sieht man, das ist das ganz frische Grüne. Das hier, das war schon grün ausgetrieben, ist aber durch die Frostperiode wieder erfroren. Ja, und das Gelbe, hellgelbe, das war von letztem Jahr. Also auch jetzt müssen wir schleunigst hier zurückschneiden, damit das Frischgrüne durchstarten kann. Und bei diesem sehr feinen Gras, da nehme ich auch gerne hier so eine Schere, die von den Schafscherern, von den Schäfern benutzt wird, weil man damit eigentlich wunderbar auch dünne Halme schneiden kann. Das ist dann wie beim Friseur. Und ich bleibe dann immer über den neu ausgetriebenen Gräsern. Wenn ihr da ein paar Spitzen von abschneidet, das ist nicht so schlimm. Dieses Gras ist sehr widerstandsfähig und das treibt dann von unten her immer wieder durch. Das wird ungefähr so hoch und im Sommer gibt es dann die Blüten, so eine gelbe Wolke, die hier so drüber schwebt. Das sieht ganz toll aus, wenn man auf die Terrasse schaut. Und dieses Gras wird auch gerne eingesetzt, um es mit Taglilien oder mit Hosta, also Funkien, zu kombinieren. Vielleicht noch ein Tipp zu diesem Gras. Das hat sehr viele Blüten und auch Samen und es samt sich wirklich gerne aus. Ich mag das ja. Wenn ihr mal hier unten ins Beet reinguckt, das sind alles Sämlinge, die von diesem ersten Gras, was ich gepflanzt habe, aufgetaucht sind. Wenn es einen stört, kann man es leicht jäten. Ich mag das, wenn sich so eine Pflanze selber im Garten den Platz aussucht. Solche Pflanzen, die
die benutzt man auch für das sogenannte Blackbox-Gardening. Also der Garten so ein bisschen als schwarze Box betrachten. Irgendwo was hinpflanzen, was sich aussamen darf. Und das überrascht einen dann im nächsten Jahr. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ich mag es total gerne. Und ihr glaubt nicht, was ich gerade entdeckt habe. Hier hat sich ein Igel versteckt. Seht ihr das? Da sind die Stacheln. Den wollen wir überhaupt nicht stören. Das ist ein typisches Beispiel, wie man erklären kann, warum man einen Garten wirklich ökologisch betreiben sollte. Alte Pflanzenreste, die muss man stehen lassen den Winter über. Da sucht sich dann auch die Natur ihr Plätzchen, um einfach über den harten Winter zu kommen. Ich werde jetzt noch mal einen Teil des abgeschnittenen Grases hier verteilen, damit der Kollege sich selbst entscheiden kann, wie viele Nächte er da noch verbringen wird. Es wird ja warm werden, ich schätze, er wird jetzt irgendwann auf die Wanderschaft gehen. Ja, bei diesem Gras hier, da sieht man ganz gut hier die neuen Ausläufer, die neuen Triebe. Und da haben wir jetzt auch einen Unterschied zu den anderen beiden Gräsern, die wir gerade gesehen haben. Die waren ja horstbildend, also das sind immer so Puschel, während das Gras hier, das Rohrglanzgras, das breitet sich über Ausläufer aus. Ne? Das ist hier so ein Ausläufer. Und da muss man auch immer ein bisschen gucken, ob das einem nicht zu sehr irgendwo reinwächst. Hier schneiden wir jetzt auch direkt in der Höhe über den neuen Austrieben alles zurück. Man muss immer vorsichtig arbeiten, weil hier wächst eine Klematis. Das sind diese eigentlich tot aussehenden Stängel, die gehen nach weiter oben, aber die darf ich nicht abschneiden. Das ist mir ein paar Jahre passiert. Sie hat gekämpft, die Klematis, und sie soll auf jeden Fall bleiben. Was wir hier aber auch noch sehen, Thema Stauden und Kräuter, das sind diese trockenen Stängel von der Zitronenmelisse. Hier unten hat sie schon wieder neue Blätter. Also mit diesen Blättern ist sie eigentlich über den Winter gekommen, diese bodenständigen Blätter. Und hier schneiden wir jetzt auch die alten Stängel direkt über dem neuen Laub zurück. Sowas lässt man immer den Winter überstehen. Es ist immer noch ein natürlicher Frostschutz und auch für viele Insekten wichtig, dass diese trockenen Stängel zum Überwintern vielleicht Räume bereiten, wo sie sich verstecken können. Und viele Stauden und auch Gräser, die haben natürlich auch Samen zu bieten, wo zum Beispiel Vögel im Winter ganz gerne rangehen. Oh, das duftet jetzt schon nach Zitrone. Wunderbar, der Frühling kommt. Ja, und auch bei den Stauden ist jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt, sich von den alten Blütenständen zu trennen. Hier habe ich eine fette Henne im Topf. Die pflanzt man natürlich auch im Garten. Ich habe sie im Topf. Und hier kann man schon ganz schön sehen, wie hier der neue Austrieb kommt. Jetzt müssen die alten Fruchtstände abgeschnitten werden. Bitte nicht abbrechen oder rausreißen, das würde die Pflanze verletzen, sondern wir schneiden auch hier ganz glatt direkt über dem Austrieb die alten Fruchtstände ab. Sieht auch ganz hübsch aus. Und bei dieser Gelegenheit, kleiner Tipp, man kann bei dem Rückschnitt der Stauden und Gräser auch direkt so eine Frühjahrsanschubdüngung geben. Im Topf raue ich dann doch ein bisschen die Erde auf und dann kommt da eine Portion Volldünger, organischer Volldünger. Da kann man verschiedene nehmen. Rein. So, das reicht hierfür. Bei dem organischen Dünger nur immer schön einarbeiten, denn die organischen Dünger haben natürlich die Eigenschaft, dass die dann doch unter Umständen beginnen zu schimmeln. Und das ist bei Topfpflanzen natürlich total unerwünscht. Im Garten kann man natürlich den Dünger auch so ausstreuen und leicht einarbeiten, aber hier empfiehlt sich das. Ja, jetzt kann ich nur noch sagen, ran an die Stauden und an die Gräser. Rückschnitt ist jetzt angesagt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, gerne an den Pflanzendoc bei Gardify schreiben. Da melde ich mich sofort. Und abonniert den Kanal. Wir freuen uns über einen grünen Daumen nach oben. Jede Woche gibt es ja neue Videos. Also, wir sehen uns.